unser Deutschland weint, weil es viel zu lang geträumt. Wenn erst viele Deutsche sehen, was Schlimmes ist geschehen. Über Jahre dreist belogen, ausgenommen und betrogen, als Wähler hier für dumm verkauft und in Bonzen blind vertraut. Jahrelang sieht man auf Typen rein, von DGB bis Zentralverein, Meinungsmache und CDU, auf Sozis und all den Schmuh. Dann werden plötzlich manche wach und denken über manches nach. Doch es ist noch nicht zu spät, dass der Wind sich dreht. Wenn der Wind sich dreht in diesem Land, wird etwas bewegt durch unsere Hand. Und die Herrscher zittern auch vor deiner Kraft. Wenn der Wind sich dreht in diesem Land, dann nur durch deinen Widerstand. Denn ohne Druck von unten wird drum nichts geschehen. Damit der Wind sich dreht. So mancher sieht und glaubt es nicht, wie die Bonzen uns lügen frech ins Gesicht. Phrasen dreschen und gebildet scheinen und kaum etwas ehrlich meinen. Sie reden Blech und schlucken Gold, dass man auch dir aus der Tasche holt, die Steuerschraube fester zieht und denkt nur an den Profit. Der kleine Mann ist egal, man braucht ihn nur als Personal. Des Volkes Wille, was ist das schon? Doch bald zerbricht die Illusion. Immer mehr schaffen Wähler her, erkennen die Wahrheit und glauben nicht mehr, was aus Berlin da kommt und in der Zeitung steht, in Funk und Fernsehen wird erzählt. Wenn der Wind sich dreht in diesem Land, wird etwas bewegt durch unsere Hand. Und die Herrscher zittern auch vor deiner Kraft. Wenn der Wind sich dreht in diesem Land, dann nur durch deinen Widerstand. Denn ohne Druck von unten wird drum nichts geschehen. Damit der Wind sich dreht. Man trichtert es dir täglich ein. Uns geht es gut, so wird es bleiben. Doch was wirklich hier geschieht, welche Pläne man so schmiedt, das sagt man nicht, verschweigt es dir und hat dich doch voll im Visier. Deine Arbeit, deine Kinder, dein bisschen Geld sind eingeplant von der Unterwelt. US-Europa, Euro-Wahn, Schutzgeld, Erpressung zum Gott erbarm, Kampfeinsätze der Bundeswehr und die Kassen sind so leer. Bauern sterben und Eurobahn, Abtreibungsmord und Schlendrian, Hütchenspieler und Mafia und aus der Hauptstadt nur seichtes Blabla. Wenn der Wind sich dreht in diesem Land, wird etwas bewegt durch unsere Hand und die Herrscher zittern auf. Wenn der Wind sich dreht in diesem Land, dann nur durch deinen Widerstand. Denn ohne Druck von unten wird drum nichts geschehen. Damit der Wind sich dreht. Der Mensch ist nur noch ein Konsumobjekt, das man abgefüllt hat, in die Tasche steckt, austauscht, wegrationalisiert und notfalls ausrangiert. Der Plan ist alt und meisterhaft, voll durchdacht und grauenhaft. Eine Einheitswelt aller Washington,
kalt und monoton. Die Sorge, was wird's morgen sein? Frag nicht still, du musst erscheinen, damit man es auch ganz oben hört, wo man sich gegen dich verschwört. Doch immer mehr Deutsche sagen Nein zu diesem Lügen- und Heuchelverein, trotz Medienmafia und Kapital. Unser Kampf ist national, denn der Wind sich dreht in diesem Land. Gott hat was bewegt durch unsere Hand, und die Herrscher zittern nach.